Ja, hier ist der Marquardt und in dem Video werde ich mit dir über das Ego sprechen, und zwar über das Ego im Bereich Erfolg mit Frauen. Kannst du dir sicherlich vorstellen, ich werde mit dir nicht über das Super-Ego sprechen, ja, aber wie dich das Ego daran behindert, erfolgreich im Umgang mit Frauen zu werden. Ich werde dir erklären, warum dich das Ego daran hindert, dir als erstes ein Problem einzugestehen. Ich werde dir erklären, warum dich das Ego daran hindert, Feedback zu suchen. Warum es dich daran hindert, Feedback anzunehmen, und warum es dich daran hindert, konstant an dir in diesem Bereich zu arbeiten. Viel Spaß an dem Video. The first principle is that you must not fool yourself and you are the easiest person to fool. Richard Feynman. Was meine ich damit? Das Ego hindert dich daran, dir ein Problem einzugestehen. Ja? Stichwort unbewusste Inkompetenz, das ist ein Wort, das ich schon öfter in meinen Videos erwähnt habe. Und um dir das zu verdeutlichen, möchte ich dir eine kurze Anekdote erzählen. Wie du dir sicherlich vorstellen kannst, habe ich Kontakt zu vielen Menschen in meinem Leben. Ja, und ich sag mal, nur die wenigsten, mit denen ich wirklich spreche, die wissen ja, was ich mache oder was mein Beruf ist, was mein Job ist. Und ich möchte hier von einer Begegnung erzählen, die ich hatte. Ja, das war ein Typ, mit dem habe ich mich unterhalten, und wir sind ein bisschen auf das Thema Frauen gekommen, ne, ohne dass er natürlich wusste, was ich mache. Und wir haben dann so ein bisschen drüber gesprochen. Wir sind dann auf Tinder gekommen, und dann hat er halt angefangen, mir Ratschläge zu geben über Tinder, hat mir seinen Tinder gezeigt, hat mir erzählt, was man so für Bilder reintun muss, so ein bisschen Sport, Klettern und so weiter. Es waren halt die Bilder, die er hatte. Und das Interessante an der Sache war, dass er so aussah wie der typische Informatikstudent. Ja, ich sag mal, ziemlich helle Haut, ziemlich schlechte Soft Skills, hat mir kaum in die Augen geschaut. Man konnte wirklich sehen, dass er eher so der schüchternen Natur war. Und er hat mir dann später auch erzählt, wie er schon ein bisschen länger mit einer schreibt, die er mal irgendwo in Südostasien kennengelernt hat. Halt so eine Frau aus Thailand, die er mal vor ein paar Monaten oder Jahren dort im Urlaub getroffen hat und halt immer noch die ganze Zeit eigentlich mit ihr schreibt. Ja? Und das Interessante ist, dass er eben bei dieser unbewussten Inkompetenz ist. Ja, das soll heißen, er gibt quasi auch schon gerne Rat in diesem Bereich, obwohl er es selber gar nicht weiß, dass er es eigentlich überhaupt nicht drauf hat, dass er eigentlich überhaupt keinen Plan davon hat. Ja, und du schaust ja auf meinen Videos, auf meinem Channel meine Videos an. Ja, du weißt ja schon, dass du dich in diesem Bereich gerne verbessern würdest im Vergleich zu vielen anderen Männern, die vielleicht sogar Tipps geben in dem Bereich, ja, oder wenn du ein paar männliche Freunde hast, die vielleicht nicht Game kennen, dann frag dir doch einfach, versuch doch mal ein bisschen mit denen über das Thema Frauen zu reden, und ich würde wetten, dass es ein paar, ich sag mal, Loser in dem Bereich gibt, die dann auch anfangen, die Ratschläge zu geben, was natürlich total unlogisch ist, was überhaupt keinen Sinn macht, ja, also dein Ego hindert dich daran, dir gewisse dir deinem Circle of Competence bewusst zu werden, dass du überhaupt verstehst, hey, ich habe da ein Problem und eigentlich sollte ich was dran ändern. Dein Ego hindert dich daran, Feedback zu suchen. Ja, was meine ich mit Feedback? Ich rede ja immer drüber, Feedback ist eine Sache, die ist wahnsinnig wichtig, ne, auf dem Weg zur objektiven Selbstanalyse im Bereich Erfolg mit Frauen. Und lass mich dir hier auch eine kurze Anekdote erzählen. Ja, ich hatte früher eine Art Mentor, und was mir damals schon aufgefallen ist, ist, dass er mich gefragt hat, als ich quasi frisch angefangen habe in dem Bereich, dass er mich nach Feedback gefragt hat. Ja, ich, der quasi davon noch wenig Ahnung hatte, er, der das quasi so gut konnte in dem Bereich, ja, von dem ich mir viel abgeschaut habe damals, hat mich nach Feedback gefragt, hat mich gefragt, hey Marquardt, ist dir irgendwas aufgefallen, hast du irgendwas gesehen, hast du irgendwas gemerkt an meinem Game, ist dir irgendwas heute Nacht aufgefallen, was ich besser machen kann, ja, obwohl er schon so gut war, hat er mich damals früher nach Feedback gefragt, und jetzt vor ein paar Wochen haben wir wieder telefoniert, und da hat er mir gesagt, dass er gern Coaching, also ein Bootcamp bei mir machen würde, ja, obwohl er selber früher mein Mentor war, und er sucht quasi immer noch nach Feedback, ja, obwohl er schon auf einem hohen Level ist, möchte er Feedback von mir haben, ja, und das ist genau das Mindset, an das du rangehen solltest. Du solltest, kannst dich ja mal selber fragen, ja, das ist auch wieder eine Sache, die erwähne ich immer wieder auf meinem Channel, dass du andere Leute, deine Freunde oder auch Leute, die meinetwegen schlechter in dem Bereich sind oder die vielleicht sogar gar keinen Plan haben, dass du die einfach mal nach Feedback fragen solltest, ja. Du möchtest diese objektive Selbstanalyse bei dir erhöhen, dieses Skill trainieren, und dafür musst du andere Leute fragen, egal wie gut die sind, ja, ob du irgendwelche Fehler machst, weil
Du hast halt diese Blindspots und das Ego ist sozusagen so die, ist wie so eine Brille, durch die du die Realität betrachtest, ja. Und du möchtest ja versuchen, diese Brille abzunehmen, anders wirst du es nicht schaffen. Dein Ego hindert dich auch daran, dieses Feedback, das du bekommen hast, anzunehmen, ja. Und da möchte ich dir auch eine Sache erklären, die mir sehr oft aufgefallen ist, ja, auch bei ein paar Studenten von mir, Gott sei Dank bei nicht so vielen. Ich erwähne ja auch immer wieder, das ist eine Voraussetzung, die ich haben möchte, dass wenn du zu mir kommst, ja, wenn du dich von mir coachen lässt, dass du dann kein großes Ego hast, ansonsten kann ich nicht mit dir arbeiten. Aber ich würde wetten, dass du, meinetwegen, wenn du andere Leute nach Feedback fragst, ja, oder wenn ihr sonst über irgendwelche Bereiche in eurem Leben sprecht, und entweder du gibst der Person Rat oder sie gibt dir Rat, und ich würde wetten, du kennst die Szene, wo die andere Person dann auf einmal anfängt, ihr Gesicht zu verziehen, ja, und das entweder persönlich aufnimmt oder sagt, dass da doch eigentlich gar kein Problem ist oder dass das doch eigentlich so passt. Also wir Menschen, wir tun uns wahnsinnig schwer, Feedback anzunehmen, weil wir alles persönlich nehmen. Und du kannst dich auch mal speziell im Bereich Frauen fragen, wenn du jetzt meinetwegen tagsüber auf die Straße gehst und eine Frau ansprichst, ja, und sie läuft meinetwegen einfach weiter. Denkst du dir dann, du arrogante Fotze, denkst du dir sowas innen drin, ja? Oder überlegst du vielleicht, hey, habe ich gerade irgendwas falsch gemacht, ja? Hat sie mich ignoriert, weil ich nicht laut genug gesprochen habe? War sie vielleicht in ihrem Kopf? Hat sie vielleicht Kopfhörer drin und hat mich deswegen nicht verstanden, ja? Das sind eigentlich so die Fragen, die du dir stellen solltest in diesem Bereich, ja? Jede Reaktion, die du von einer Frau bekommst, ist Feedback, wenn du so möchtest, ja? Du sollst immer irgendwo fragen, wenn du nicht das Outcome meinetwegen erreicht hast, das du eigentlich haben wolltest, ob du selber das irgendwie hättest beeinflussen können. Ne? Natürlich gibt es gewisse Reaktionen, sage ich mal, aus denen kannst du nichts herausziehen. Das soll heißen, wenn eine Person grundlos pissig zu dir ist, ja, dann stellst du vielleicht fest, oh, okay, es gibt Leute, die sind offensichtlich tagsüber angepisst, mit denen sollte ich vielleicht gar nicht reden am besten. Aber das weißt du auch nicht, wenn du es nicht vorher mal ausprobierst. Ja? Aber du solltest dir möglichst leicht dabei tun, Feedback anzunehmen. Also auf andere Leute zu hören, mal neue Dinge auszuprobieren, ja. Mal die Reaktion von der Frau als Feedback interpretieren. Bekannter von mir hat immer gesagt, den besten Coach, den er hatte, waren Frauen, ja, weil die geben dir ehrliches Feedback, ja, die nehmen kein Blatt vor den Mund, von denen hast du es quasi instant. Also wenn du einen Fehler machst, dann wirst du gleich bestraft, wenn du so möchtest. Ja. Da solltest du darauf achten, da solltest du dich darauf konzentrieren. Ja. Es ist sehr wichtig für dich, dass du dieses Feedback suchst und dass du es aber gleichzeitig auch annehmen kannst, weil anders wirst du keinen Fortschritt haben. So, und der vierte Punkt ist, dein Ego hindert dich dran, konstant an dir zu arbeiten. Und ich wette, du kennst diesen Fall, ja, das ist meinetwegen ein Mann, der fängt mit Game an, der verbessert sich, ja, der baut sich da was auf, vielleicht baut er sich auch so eine kleine Identität auf und das ist dann meinetwegen nicht mehr der Peter, der einfach nur der Peter, sondern halt der Peter, der es gut mit Frauen kann und der wird dann meinetwegen nach Rat gefragt, dann überlegt er sich vielleicht sogar gleich, oh, kann ich Coach werden, ja, kann ich jetzt anderen Leuten die ganze Zeit Tipps geben in dem Bereich, aber ich wette, du kennst die folgende Szene, ist nämlich einer, der anfängt, ja, der geht meinetwegen raus, versteht, dass er ein Problem hat, sucht das Feedback von seinen Freunden oder auch von Frauen, kann es sogar annehmen, aber er kackt dann beim vierten Punkt rein, sondern meinetwegen lernt er eine Frau kennen, die er toll findet, kommt mit ihr vielleicht sogar auch in eine Beziehung, aber er hört dann selber auf, an sich zu arbeiten und ich denke, du kannst dir vorstellen, wo das Ganze hingeht, ja, ist dann meinetwegen die Couch-Potato, die ganze Zeit zu Hause sitzt und Chips isst oder er denkt sich halt, ach, mein ich habe ja gutes Game, ich muss ja nicht mehr an mir arbeiten, ja, das ist mein alter Ego, wenn du so möchtest, ich habe es jetzt nicht mehr nötig, rauszugehen, ja, Frauen ansprechen, ja, das ist irgendwie komisch oder kommen wir nochmal zu der Intensität zurück, das ist nämlich auch ziemlich interessant. Es gibt dann auch ein paar Leute, die, ich sag mal, man hat ja dahingehend auch eine gewisse Hierarchie oder einen gewissen Status und dann denkt jeder, dass er gutes Game hat und angenommen, du bist die Person und du gehst dann mal mit denen raus, ja, und dann traust du dich vielleicht gar nicht mehr eine Frau anzusprechen, weil wenn du reinkackst, dann sieht es natürlich jeder und dann tuschelt jeder über dich, dass du es eigentlich doch nicht so gut kannst und was weiß ich was, ja, so eine Sache hast du da vielleicht immer, also du musst immer vorsichtig sein,
dir so eine Identität meinetwegen nicht anzueignen. Und du solltest auch vorsichtig sein, ja, nur weil du jetzt eine Freundin hast oder nur weil du jetzt quasi die ersten Erfolge hast in dem Bereich, dass du dann nicht nachlässt, dass du dann nicht aufhörst, selber an dir zu arbeiten. Kann ja auch in anderen Lebensbereichen sein, aber du möchtest konstant an dir arbeiten, konstant daran arbeiten, dass du attraktiver wirst, ja, auch in einer Beziehung und auch, wenn du es schon gut kannst, natürlich. Also, always be a student, ja, merk dir diese 4 Punkte. Ein gutes Buch zu dem Thema ist von Ryan Holiday, Ego is the Enemy, habe ich selber gelesen. Und falls du dich in dem Bereich verbessern möchtest, falls du es wirklich ernst nimmst und natürlich auch, wenn du kein zu großes Ego hast, ja, ich denke, ein gewisses, ein kleines Ego hat wahrscheinlich jeder von uns irgendwo, aber wenn es nicht zu groß bei dir ist, kannst du dich bei mir auf dem Bootcamp bewerben. Geh auf meine Website datinganweis.de, lese dir den Text durch, ist ganz wichtig, ja, schreib ein kurzes Motivationsschreiben über dich. Ich möchte wissen, warum du es bei mir machen möchtest und wenn du neben dem kleinen Ego oder idealerweise, sag ich mal, wenn kein Ego vorhanden ist, wenn du auch noch gut im Ausführen bist, dann freue ich mich, mit dir zusammenzuarbeiten. Dein Marquardt, bis zum nächsten Video. Ciao.